Passe Trapp. Hä? Was soll ich? Passe Trappe? Passe Trappe. Was haben wir? Passe Trapp heißt dieses mehr oder weniger Geschicklichkeitsspiel. Hm. Ihr müsst Scheiben durch ein kleines Loch flitschen lassen. Oh. Vielen Dank, Felix, fürs Aufbauen. Zieht euch bitte diesen Gürtel an, um den Bauch rum und das an einer Hand, mit der ihr nicht spielt. Du bist sicher, dass meiner passt, ja? Ja. Was wird denn da gelacht? Ich habe ihn probiert. Das ist ein Bauchweggurt, ne? So, die hier an die, nicht an die Spielhand. Also wenn du Rechtshänder, also mit rechts spielst, dann an die linke Hand, wenn du Linkshänder bist. Was müssen wir denn machen? Fitschen, was heißt das denn? Ja, so, erzähl ich gleich. Mach es doch einfach erst mal. Ja, aber dann weiß ich ja noch gar nicht, mit welcher Hand ich spiele. Ja, stimmt. Wie spielst du Tischtennis? Ja, schlecht. Das sag ich jetzt nicht. Das ist doch so eine offene Wunde. Das war das einzige Spiel, was er vorher hat. Wirklich. Ne? Das tut immer noch weh. Ich weiß, deswegen habe ich es ja gesagt. Also, okay. Ich erkläre euch dann eben das Spiel. So, im Prinzip sieht es genauso aus. Ihr müsst eure Scheiben hier durch dieses Loch flitschen. Nur flitschen mit dem Gummiband hier, nicht irgendwie mit der Hand schieben. Aber das heißt auf Spannung bringen, ja? Auf Spannung bringen, Gummi loslassen. Ah, ja. Wer als erster keine Scheibe mehr in seiner Hälfte hat, gewinnt den Durchgang. Also alle Scheiben müssen vollständig in der Hälfte des Gegners sein. Wer als erster drei Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Im laufenden Spiel könnt ihr euch alle Scheiben, die in eurer Hälfte sind, wieder an die Flitsche, sage ich jetzt einfach mal, holen. Erkläre ich auch gleich nochmal. Ihr müsst aber das Loch natürlich frei halten. Gespielt wird nur mit einer Hand. Wenn eine Scheibe rausfällt oder über die Bande geflitscht wird, wird das Spiel kurz unterbrochen und eine Scheibe zurückgelegt. Also ihr müsst einfach nur mit dem Gummiband versuchen, so durch dieses Loch zu kommen. Genau. Ah ja. Das ist alles. Oh, das ist ja, sieht ja wahnsinnig einfach so aus. Einfach so. Ganz okay, genau. Also und immer nur mit einer Hand. Und immer so schnell wie möglich, damit du hier keine mehr hast und alle auf seiner Seite liegen. Richtig. Okay. Und in dem Moment gibt nur eine Runde? Drei Durchgänge muss man gewinnen. Sag ich ja. Und vollständig heißt... Drei Durchgänge muss man gewinnen? Also wenn das jetzt... Ein Durchgang gewinnen. Wirklich? Nee, drei. Nein. Okay. Tut mir leid. Ja? Ist alles gut. Das ist natürlich nicht vollständig rüber. Vollständig rüber wäre aber tatsächlich so, wenn ich hier jetzt eine Probe mache und das Ding nicht mehr berühre, dann zählt der Stein als auf die Seite. Was ich meine mit rüberholen, das heißt, irgendwann liegen ja hier diese Steine. Mhm. Die darfst du natürlich hier gerne zur Seite holen. Ja. Du darfst sie aber das natürlich nicht so machen. Das Loch muss freigehalten werden. Die kommen ja alle in die Ecke, ja? Die kommen am Anfang erstmal alle in die Ecke. Okay. Noch Fragen? Ja, wer hat sich das Spiel ausgedacht? Wieso? Was? Gibt es sowas? Also das können wir ja nachher schon nochmal nachlesen. Nein, das gibt es tatsächlich. Das ist ein offizielles Spiel. Das gibt es wirklich. Mein Arm ist eingeschlafen. Ihr seid bereit? Ja. Ja? Ah, nee, warte. Ja. Was denn? Mach so. Mach so. Mit beiden Händen geht ja nicht. Los. Ja, also jetzt wirklich, so schnell man kann, immer versuchen, dort durchzukommen. Einer ist schon fast, gleich wieder zurück, zack. Und irgendwann liegen dann im günstigsten Fall alle auf einer Seite. So, Achtung. Boah, du Sack. Ja, zack, da ist es schon der Fall. So geht's. Aber ganz kurze Frage. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ja. Aber du drückst nicht nach, ne? Man drückt nicht nach, oder? Nein, man drückt nicht nach. Einfach so. Ist doch nicht erlaubt, hat er doch gesagt. Ja, ich habe nur gedacht, vielleicht. Lass das mal mich machen, das mit dem. Ja, genau. Ja, ich wollte nur gucken, ob das noch. Ach so. Hand hoch. Wie viel? Drei Durchgänge? Scheiße. Hand hoch. Ja, hier. Der hat ja auch nicht oben. Komm mal ganz drauf. Das ist bei ihm oben. Schneiden mal raus. Ist auch in deinem Fanclub anscheinend. Schneiden mal raus. Hallo. Ach so, ja. Los. So, Tom braucht einfach mal ein paar Treffer. Axel macht das sehr, sehr gut. Und zack, und da sammelt Tom schon wieder Scheiben. Bei sich in der Hälfte. Boah. So, zack, durch. Wie schnell geht das denn bitte? Also drei gewinnt jetzt. Ein Loch. Ein Durchgang musst du noch gewinnen. Weißt du jetzt, wie es geht? Naja, theoretisch schon, ja, aber... Los. Jetzt muss ich Tom was einfallen lassen. Ne? Zack. Denn Axel macht das hier.
am laufenden Band, gute Treffer. Tom Mann auch. Ja, der hadert auch mit der Technik. Was macht er denn dort? Zieht gar nicht bis richtig zurück. Axel schon wieder bei der letzten Scheibe, jetzt hat er zwei. Alles klar. Jetzt noch mal ein bisschen spannend. Dann muss aber Tom hier mal ordentlich Scheiben rüberbringen. Zack, da ist es. Axel Stein. Weil ich sag doch, du kannst ihn die wegschieben. Gutes Spiel. Oh. Weil die waren die doch immer im Weg. Du hättest sie ja wegnehmen können. Das habe ich ja gesagt. Das, ja. Das ging so schnell. Ich hab nicht. Hast du dir nicht zugehört? Ich versuche ja mal zuzuhören. Das hat ja auch dann Axel noch mal gefragt, wo ich dann sagte, aber nicht deine Hand davor halten. Deswegen, du hast ihn ja. Ja, der hatte seine Hand halt immer da. Das war das Problem. Nicht zugehört. Scheiße. Dumm. Naja. Das ging schnell. Ja, wird ein kurzer Abend. So, neuer Punktestand. Nee, das wird lang dauern. Schön, spannend. 9-6 steht es jetzt für Axel Stein.